Fastenwoche und die Frau. Und du machst teils mit? Okay. Also so schlimm. Ich sag mal so, man muss ein bisschen aufpassen, ne? Weil viele Sachen, die vegan sind und stark verarbeitet sind, da sind sehr viele Zusatzstoffe drin. Also man darf das nicht verwechseln. Nicht alles, was vegan ist, ist gesund. Aber warum nicht? Ab und zu kann man das wunderbar, denke ich mir mal. Und selbst vegetarisch. Also heutzutage merkst du den vegetarischen Sachen kaum noch an, dass sie vegetarisch sind oder viele. Also ich konnte schon manches Mal vegetarische Chicken Nuggets und Schnitzel untermischen, ohne dass es jemand gemerkt hat. Also. Und um das festzuhalten, das ist für mich okay, weil damit tust du niemandem etwas. Andersrum habe ich tatsächlich schon Geschichten davon gehört, dass einem Vegetarier echtes Fleisch untergemischt wird. Und da verstehe ich keinen Spaß, ganz ehrlich nicht. Das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht witzig. Das ist auch kein Witz oder sowas. Etwas Gemüsepfanne mit Röstaromen. Oh, Gemüsepfanne, lecker. Und die Würste schmecken auch nicht schlecht. Die Vegetar wie die echten. Ja, das meine ich nämlich. Also, die sind teilweise von der Würzung inzwischen so ähnlich und das sollte einem doch zu denken geben, wenn man diesen Geschmack trotzdem hinkriegt, ohne dass ein Stückchen Fleisch drin ist. Und ich habe letztens auch einen Bericht gesehen, dass in regulären Bratwürsten auch gar nicht so viel Fleisch drin ist. Also man soll sich nichts vormachen, ne? Nur weil da Bratwurst oder Fleisch draufsteht, heißt das nicht, dass da sehr viel Fleisch drin ist. Das heißt, es reicht also so eine Gewürzmischung, um dir das Gefühl zu geben oder vielleicht die Konsistenz oder auch meinetwegen die Form. Was ich auch noch befremdlich finde, aber ich finde das okay, Wurstform zu wählen für ein vegetarisches Produkt, weil es einfach eine einfache Art von Essen auch ist. Es ist eine gute Idee. Irgendjemand hat deswegen auch irgendwann mal die Bratwurst so erfunden, weil man sie so gut essen kann. Boah, der Ladebildschirm ist echt, oh, der Ladebildschirm des Todes. Wirklich. Müsste man eigentlich, Moment. Wahrscheinlich ist er gleich vorbei, pass auf. Bei vielen Fleischgerichten kommt es ja auch eher auf die Gewürze oder Soßen an. Ja, genau. Das ist es tatsächlich. Was wäre Grillen ohne die einschlägigen Soßen, ne? Also einen vernünftigen Ketchup und Senf zum Beispiel oder Süß-Sauersoße oder Cocktailsoße oder sowas. Oder Barbecue-Soße oder so. Also das ist schon, das stimmt. Kartoffelsalat als Beilage. Oha, okay. Kartoffelsalat ist ja auch so eine, ist so, auch so ein, da gibt es ja auch sehr viele Streitpunkte für viele Menschen. Für mich nicht, weil kein Ding. Solange er vegetarisch ist, esse ich den, wie er ist. Aber es gibt ja mit Mayo, ohne Mayo. Der von meiner Mama ist am besten. Ja, weiter Reisen beschleunigen. Gut, ich will nicht sagen, dass wir in der Zeit auch dahin hätten reisen, also reiten können oder laufen können, aber machen wir uns jetzt vor, die Ladebildschirme sind echt fürchterlich. Und ich würde fast auch schon darauf tippen, dass das leider der Portierung zu, ja, dass die das zu verantworten hat. Das ist nicht so schön. Und mich stören eben halt die Lags zwischendurch und leider auch diese Audiospacks da drin. Das ist schade. Oh, das ist ja der Doom. Ladebildschirm. Im Norden eher mit Essig und Öl, bei uns in Joghurt. Mit Essig und Öl kenne ich das ganz ehrlich. Oder sogar warm kenne ich das eher aus Bayern, oder? Ist das nicht eher so ein bayerisches Rezept? Nee, nee, nee. Also bei uns gab es schon immer Kartoffelsalat mit Mayonnaise. Und Joghurt ist relativ. Da gehört Mayonnaise rein. Kartoffeln, Gurken, Zwiebeln, also Pellkartoffeln. Gurken, Zwiebeln, Gurkenwasser kommt da mit rein, um das ein bisschen flüssiger zu machen. Man kann das bestimmt auch, es gibt da. Deswegen, ich sage ja, da streiten sich viele Geister, ich nicht, weil Hauptsache Essen. Da muss man sich nicht drüber streiten. Und von daher, ja. Aber bei uns gab es immer schon den Kartoffelsalat und Würstchen, ne? Das war so das typische Essen zu Heiligabend bei uns im Norden.
Und also mit Essig und Öl kenne ich ihn hier überhaupt nicht. Aber vielleicht auch einfach nicht so groß geworden. Das kann sein. Sieh dir mal diese Waren an. Kauf einfach das, was du brauchst. Dann wollen wir wieder rüberschwimmen, ne? Weil ja, die Hütte immer noch mit dem Boot unterwegs ist. Upsi. Na ja, gut. Wir sollen ja eh. Nur die besten Waren. Sie selbst. Hui. Na gut, dann schwimmen wir da einmal jetzt eben rüber. Und dann gucken wir mal, dass ein Feuer in der Nähe ist. Weil... Oh, da sehe ich den Langhals laufen. Da ganz, ganz knapp da hinten über dem Dings. Muss ich auf die Insel? Okay, ich mag die Insel. Im Sommer mache ich beim Fasten auch gerne. Aber ich glaube, das könnte ich nicht. Also ja, man kann sich daran gewöhnen, wenig zu essen oder vielleicht noch gar nichts zu essen. Und irgendwann soll ja so eine Euphorie eintreten oder sowas. Aber Fasten, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich esse einfach zu gerne. Ich esse einfach zu gerne. Ich weiß, dass man kann sich darauf konditionieren und das geht auch irgendwann. Und irgendwann merkst du den Hunger auch nicht mehr so. Aber ey, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht. Ich, wie gesagt, Essen ist einfach zu schön. Etwas Vorrat? Apropos Vorrat, warte mal, ich wollte mal ganz kurz gucken bei der Tragekapazität. Wir haben jetzt wieder so viel Reinholz. Den Kriegsbogenköcher vergrößern. Haben wir. Können wir noch irgendwas vergrößern? Schleudermunition. Ja, gut, weil wir es haben, ne? Ich glaube, die anderen, da wo ein Haken dran ist, die können, glaube ich, sowieso nicht mehr erweitert werden. Also von daher ist das egal. Das mache ich eigentlich nur, damit wir es verbrauchen. So, dann haben wir wieder zwei Taschen vergrößert. Sehr gut. Im Süden bekommst du fast nur so eine Essigpampe. Als Kartoffelsalat bekomme ich nicht runter. Ja, aber das ist auch unter anderem. Gut, ich denke mir mal, auch andere Regionen haben das als Spezialität. Aber ich kenne das als eine bayerische Spezialität erstmal, dass der... Also mit Essig und Öl ist, glaube ich. Sie steht da immer noch im Felsen. Und, aber das Schnappmaul ist weg, das ist schön. Und eben halt, dass, ach so, sind wir wieder voll. Okay. Jetzt sollen wir darüber. Da ist auch ein Feuer, zumindest ist da Rauch. Und gibt es da nicht auch warmen Kartoffelsalat? Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Die auch kein Problem mit. Aber wie gesagt, ich kenne den Ursprung nicht eben mit Mayonnaise und das ist für mich mit einer der besten. Nur mit Öl und Essig und Dressing und dazu Fischbulette. Okay. Naja, ich sag mal so, ich bin ja auch nicht, naja, das ist auch falsch, im Norden schon aufgewachsen, aber vielleicht war der Norden nicht nordisch. Hier sind die Überreste des Feuers. Genug. Es scheint einen Kampf gegeben zu haben. Bei den Spuren? Jemand wurde weggeschleift. Eieiei. Spur markieren. Das nehme ich lieber mit. Mhm. Ich befürchte, dass wir es brauchen werden. Das klingt. Hey, Rede! Oder ich schneide dir noch einen Finger ab. Für wen war das Signal? Das muss Atral sein. Okay. Dein Geschrei nervt. Er soll reden. Kaum zu glauben, dass er mit uns gekämpft hat.
Vielleicht gibt es noch einen Eingang. Überall Verräter. Na, ich weiß nicht. Klar. Sobald es härter wird, geben sie auf. Wählen den leichten Weg, nicht den richtigen. Hörst du an? Klingt nicht leicht. Hä? Das geht schon seit Stunden so. Er wollte, dass seine Freunde aus Meridian ihn holen. Ach so. Der hat alles da oben. Und sie schön. Einen anderen Weg nach oben, sagt sie. Sie sollen da jede Menge zu essen haben. Und wenn? Gucken wir mal, ob wir irgendwo hochklettern können. Können wir irgendwo hochklettern? Haben wir jahrelang von Meridian gekannt und jetzt im Sonnen. Da. Das hatte ich nicht gesehen. War ein Bogenschütze, okay. Wie viel haben wir denn hier oben auf der Ebene? Eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Okay. Da ist der Langhals. Oh, die haben ordentlich Pfeile hier. Wow, mega leck. Ach, da geht's auch runter. Ich wollte gerade sagen, wie sollen wir denn hier runterkommen? Aber naja, es gibt eine Treppe nach unten. Okay. Wie kommt man denn da hoch? Wie lange die Waffen wohl da? Wie man da hochkommt? Naja, so wie ihr. Wir sollen ja einen Plan haben. Keine Ahnung, das ist mir egal. Oh Mist! Schwere Schulterverletzung. Immer noch auf der Suche nach mir. Kann nicht weit sein. Augen auf und umsehen. Möge sich der... Vorsicht. Ich wurde getroffen. Lasst mich nicht sterben. Ich werde nicht sterben. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Oh. Ich verliere Blut. Ich sehe nichts. Der hat gesessen. Der hat gesessen. Da sagst du was. Oh Sonne, lass mich meinen Feind. Nicht mehr wiedersehen? Okay. Oh Gott. Das war jetzt ein bisschen knappig. Metallscherben. Metallscherben. Das ist immer relativ wenig. Na, also Metallscherben. Kein Platz. Metallscherbenmäßig lohnt sich hier gar nicht. Machen wir uns nichts vor. Da ist Atral, hoffentlich. Ich will uns dann gucken, ob wir noch irgendwas hier mitzunehmen haben. Warte mal, was war denn mit denen, die hier vor der Tür stehen? Sind die noch da? Nö, die sind reingekommen, okay. Ich nehme mal vor, jetzt habe ich den Loot schon mal mit, ne? Nicht, dass ein echter Glücksfund. So eine Graserlinse, komm, ey, Leute. Aber du bist optimistisch, das ist schön. Bevor wir eine Cutscene kriegen und dann nämlich keine Möglichkeit mehr haben. Gut, dann gehe ich jetzt zu ihm hoch. Britt. Das ist die Treppe. Die Treppe! Ich treffe die Treppe nicht. Okay, Atral. Atral. Eieiei. Bist du Atral? Elida schickt mich.
Lida, ich wollte Sie fragen, ob Sie mit mir weggeht. Irgendwohin, weit weg. Irgendwo in die Sonne, wo kein Schatten uns erreichen kann. Doch es hätte nicht geklappt. Sie wären mir gefolgt. Das weiß ich jetzt. Lida, sag ihr, dass sie nichts über die Insel wissen. Sie ist sicher. Gib ihr das. Sag ihr, das ist es wert. Was jetzt? Atral? Arme Atral. Und arme Elida. Jetzt. Die haben ihm doch Finger abgeschnitten. Die haben ihn doch. Oh nein. Verstorben. Oh, diese Mistkerle. Oh, was machen wir? Oh, nee. Kehre zu Elida zurück. Das hat so ein Romeo und Julia-Touch. Also, ich habe ja Angst, ihr das zu sagen. Warum haben wir ihn jetzt nicht rechtzeitig retten können? Weil ich jetzt so lange rumgetrödelt habe? Weil ich nicht gleich hingelaufen bin? Ich will ihr das nicht sagen. Ich will ihr das nicht sagen. Hol ich mir mal eben noch den Langhals, dass wir die Karte aufdecken können und dann mache ich Feierabend. Da ist ein Feuer. Der Langhals wird garantiert nicht einfach zu holen sein. Aber ich hätte den ganz gerne. Ist auch warm. Ah, siehst du, okay. Und durch meine schlesische Oma auf Mayonnaise-Kartoffelsalat konditioniert. Ja, ich weiß gar nicht, wo das dann herkommt. Ich kenne das nur nicht anders. Also ich kenne einfach nur Kartoffelsalat mit Mayo. Also Mayonnaise, das klingt, Mayo klingt immer so, ne? Wie Pommes-Schranke oder keine Ahnung was, aber... Okay, ich glaube, das wird... Ich muss den Sturm überstehen. Das sind doch... Sind das Kultisten? Ja, okay, das kannst du knicken. Das können wir nicht holen. Wir haben das Feuer aufgedeckt. Das ist okay. Das heißt, wir können uns hierher... wir können wieder herreisen. Ich überlege gerade, was schneller geht. Kehre zu Lida zurück. Ich glaube fast, wenn ich jetzt schwimme, darüber schwimme, ist das fast genau das Gleiche, als wenn ich jetzt... Schnellreise mache. Ich glaube nicht, dass wir durch die Schnellreise schneller sind bei ihr. Dann beenden wir die Quest jetzt eben nochmal. Dann ist das wenigstens erledigt und dann können wir... Oh Mann, so, das ist doch doof. Warum ist der denn jetzt tot? Warum konnten wir den denn jetzt nicht retten? Das ist echt doof. Vor allen Dingen, was wird sie machen? Ne, in irgendeiner Unbedachtheit... Ah. Wenn ich jetzt den Duft von Essen riechen könnte, nebenbei läuft Simpsons bei Disney Plus, okay? Ja, wir machen gleich Feierabend. Ihr redet eh noch mit Elida, dann speichere ich ab und dann machen wir Feierabend. Aber so schon mal mit Rücksicht auf morgen. Es wird auf Dauer wird's für sonntags auch immer schwieriger werden, Themen zu finden. Ich meine, bis jetzt haben wir es immer geschafft, zu überbrücken. Ah, ich weiß auch nicht. Na, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Liegt da oben ein Wächter? Tatsächlich, okay. Oh, was soll ich ihr bloß sagen? Das geht doch nicht gut. Ach so, sie ist zu Hause jetzt, okay. Das geht doch echt nicht gut. Ich will dir das nicht sagen müssen. Ich will dir das einfach nicht sagen müssen.
du wirst mir sicher noch nützlich sein. Oh, ich muss noch erstmal ganz viele schöne Sachen machen und gucken oder so ansorgen. Was, irgendwelche Komödien oder sowas. Erst A Plague Tale Innocence und jetzt passiert hier schon wieder so viel. Ich muss erstmal gleich wieder ganz viel Good Vibes bekommen. Ganz viel nette Sachen. Mit dem Hund knuddeln. Noch ein bisschen in die Sonne gehen. Was essen. Was essen ist immer gut. Ah. Inzwischen habe ich mega Hunger. Manche Themen entstehen doch meist von selbst. Ja, aber es wiederholt sich auch inzwischen eine Menge. Ne? Ich meine, wir kommen sehr viel, sehr oft immer auf die gleiche. Es macht Spaß, natürlich. Ne? Also ganz klar. Das ist, sonst würde ich es ja nicht machen. Mir macht das riesen Spaß. Ne? Aber es kommt immer auch darauf an, wie viele wir sonntags sind. Und es kann nicht immer jeder jeden Sonntag. Das kann ich auch nicht erwarten. Das will ich auch nicht erwarten. Moment. Deswegen, also Podcasts finde ich toll und interessant. Aber ich glaube nicht, dass ich sie füllen könnte. Sieh dir mal diese Waren an, bevor du weiterziehst. Oh Mann. Jetzt müssen wir mal wieder sagen, dass Atral nicht mehr da ist. Oh. Geh weiter. Fische verjagt. Ich hoffe, ihr Vater kann ihr vielleicht ein bisschen helfen, sie zu unterstützen. Ach da. Da! Oh, da sitzt sie. Oh Gott. Ich will nicht. Nützt nichts. Elida? Sag es nicht. Ich weiß, er ist tot. Die Schattenkaja fanden ihn. Doch du solltest wissen, er hat dich nie verraten. Ich soll dir diesen Schlüssel geben. Der passt ins Schloss, das er mir gab. Er sagt, das zeigt unsere Verbindung. Danke für den Schlüssel. Danke für alles. Er sagte, das war es wert. Alles. Ist alles okay? Nein. Aber schon bald. Sagst du da gerade, was ich glaube? Elida, nein! Sieh mich an! Du bist nicht allein. Ist sie auch nicht, aber momentan fühlt sie sich wie der einsamste Mensch auf der ganzen Welt. Deswegen ist das, glaube ich, schwierig, ihr sowas zu sagen. Drohen, das kannst du nicht machen, bringt gar nichts. Um Gottes Willen und vor allen Dingen, wieso? Er steht mehr auf dem Spiel als ihr beide. Ja, es ist richtig. Aber sie darf, ich weiß nicht, womit ich sie... Das Problem ist, man weiß eben halt nicht, was Aloy jetzt gerade sagt und wie die Charaktere sind hier echt schlecht einzuschätzen. Aber ich glaube, wir werden auch mit der Vernunft gerade nicht kommen können. Es steht mehr auf dem Spiel als ihr beide. Sie ist nicht allein. Sie hat ihren Vater. Was würde ihr Vater... Also, och, ich weiß, Trauer ist scheiße. Trauer ist richtiger Mist. Aber Trauer ist ein mehr oder weniger egoistisches Gefühl, weil nur die Menschen, die da zurückbleiben, empfinden das halt. Weil der Mensch, der nicht mehr da ist, fühlt es ja nicht. Aber momentan, sie ist schlecht einzuschätzen. Sie ist echt schlecht einzuschätzen, worauf sie jetzt am ehesten reagiert. Und ich will sie jetzt nicht auch noch verlieren. Also du bist nicht alleine, ja? Oder es steht mehr auf dem Spiel als ihr beide? Ich glaube, du bist einfach... Sie ist doch nicht alleine. Sieh mich an. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du dich fühlst. Aber du bist nicht allein. Dein Vater war verzweifelt, als er dich für tot hielt. Wirklich? Er behandelt mich immer noch wie eine Puppe. Kostbaren Besitz. Nein. Und ohne Atral bin ich allein. Das ist es nicht wert. Warte, Elida.
ich lag falsch mit Atral. Er sagte nicht, das war es wert, sondern das ist es wert. Alles. Die Trauer kann einen überwältigen. Aber sie erinnert uns an wertvolle Verbindungen. Zu Atral. Sogar zu deinem Vater. Atral hätte gewollt, dass du dich erinnerst und weitermachst. Ich weiß es. Einverstanden? Ich versuch's. Bitte, lass mich deinen Vater holen. Redest du mit ihm? Na schön. Rede mit Lahavis, okay. Wo ist ihr Vater? Ich kann dir nicht helfen. Meine Aufgabe ist es, Wache zu halten. Ich mische sie jetzt abhauen, Dinge nicht ein. Mach das nicht, Mädchen. Falls Maschinen oder Banditen an mir vorbei wollen, müssen sie kämpfen. Ich hätte dir was dafür geben sollen, dass du Elida gefunden hast. Ist irgendwas? Ja, du musst jetzt für sie da sein. Elida braucht dich. Zum Zuhören. Sofort. Geh in den Garten. Schnell. Ich gehe. Jetzt sofort. Diese verdammten Osseram sorgen doch überall für Ärger. Ich halte meine Augen offen. Es geht um Atral, Vater. Wir waren zusammen. Ich wollte nicht, dass... Atral? Ja, ich erinnere mich. Ihr wart noch so klein. So klein wie die Blumen in unserem Garten. Aber er ging nach Westen. Sie haben uns nie erwischt. Er verriet nichts. Sogar als... Oh, Elida. Immer wenn ich Edikte schrieb, dachte ich... Ich dachte, meine Arbeit schützt dich vor diesem Krieg. Alles nur Pergament. Fast hätte ich dich verloren. Es tut mir leid, Vater. Hätte ich nur gewusst, all die Zeit, was du durchmachen musstest. Doch jetzt werde ich mich bessern. Danke für diese zweite Chance. Okay, das klingt auch positiv. Ich glaube, damit haben wir wenigstens was noch Schlimmeres verhindert. Och, Mann. Das macht mich fertig. Oh. Okay. Frage ist, womit machen wir als nächstes weiter? Das Problem ist immer, man kann immer da anhand dessen schlecht sehen, was wichtig wäre. Also das hier, das ist erstmal relativ. Das Banuk-Lager geht in ein DLC-Gebiet oder Richtung DLC. Ich glaube, das auch in die eisige Wildnis. Das Waffenlager können wir gerade nicht machen. Das heißt, also die Nebenquests haben wir sowieso alle erledigt. Das heißt, es wäre jetzt noch Schöpfers Ende. Und das wäre sowieso in der Richtung, in die wir gerade gehen. Also würde ich fast sagen... Machen wir damit erstmal weiter, oder? Dann, das ist Stufe 14. Dann gehen wir erstmal doch wieder rüber. Dann schwimme ich da eben nochmal hin. Renn nochmal zu... Ja, es ist ein blödes Hin und Her. Zack, wir schwimmen da eben einfach nochmal rüber, komplett. Und dann werde ich bei dem Feuer dann abspeichern und dann zu Feierabend. Das ist... Boah! Das ist schon viel zu spät und ich habe Hunger. Ich sehe den Sonntag immer als, was war diese Woche alles los. Ja, das Schwierige ist, ich habe jetzt, aber was heißt das Schwierige? Ich kriege nicht ganz so viel mit, weil ich seit da, was war das, vor einer Woche oder sowas, als ich gesagt habe, dass ich Twitter von meinem Handy lösche, habe ich es runtergefegt und es ist mir schwer gefallen, weil ich gemerkt habe, wie extrem oft ich dann doch immer wieder aufs Handy geguckt habe und Twitter durchgelesen habe. Das bringt oftmals Themen, aber es ist eben halt auch gerade jetzt momentan, habe ich nicht so viel mitgekriegt an Themen. Schwierig, schwierig zu gucken. Wie früher beim Frühshoppen. Ja, ja, so sehe ich das eigentlich auch. Also es ist ein angenehmes, eine andere Art des Frühshoppens, kann man so sagen. Ich esse für dich mit. Sehr gut, Abmann, Büro. Guten Hunger. Lass es dir schmecken.
kenne noch jemanden mit Pizza. Die Pizza-Szene mit Arthur, so fühle ich mich gerade. Nee, das sagt mir jetzt nichts. Hase! Hase! Ah, oben. Und Duck darf keine essen. Ach so, echt? Oh Gott, der arme Duck. Da sind Schnappmäuler im Wasser. Das, ich glaube, ich muss ein bisschen eine Kurve schwimmen, ne? Da liegen Schnappmäuler. Deswegen sollten wir vorhin auch wohl besser über die Dings. Oh, da oben ist er. Ich muss gar nicht runter. Ich muss nur nach oben. Da ist der Langhals. Wie komme ich nach oben? Warte mal, was mache ich denn jetzt hier? Das ist doch falsch. Ich renne dahin, wo die Kultisten sind. Warte mal, dann schwimme ich darüber. Da, ich wollte doch nur zum Feuer. Vielleicht können wir oben lang gehen. Vielleicht sind da keine Kultisten. Boah, ey, jetzt erzählt ihr von Grillen und von Kartoffelsalat und von Pizza. Und ich habe mega Hunger. Wisst ihr eigentlich, wie doof das ist, wenn man einen großen Hunger hat und dann über so viel Essen redet? Hallo? Komme ich aus dem Wasser raus? Ich komme hier nicht aus dem Wasser raus. Ach, hier aber. Komme ich da oben lang? Da ist der Langhals. Ich will zum Langhals. Lagerfeuer entdeckt. Habe ich denn nicht vorhin noch Kultisten gesehen? Jetzt ist hier keiner. Ups. Sind doch Kultisten, oder? Kultisten. Hä? Das sind doch gar keine Kultisten. Das sind unsere Leute. Nach unten, Fremde. Wappenbrück, okay. Deswegen kriege ich auch nicht ins Visier. Die sind freundlich gesonnen. Okay, umso besser. Heißt das, dass diesmal einer... Oh, komm, ich guck mal eben ganz kurz. Stopp, vorher sollte ich noch mal eben einmal speichern. Habe ich gespeichert? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich drücke mal so viel E. Benimm dich, Kleiner. Ey. Benimm dich, Kleiner. Das kann ich nicht versprechen. Das kann ich nicht versprechen. Ich will nach oben. Ich will, komm, dann müsste der doch mal diesmal einfach zu holen sein in der Langhals, oder? So, da sind wir vorhin gewesen. Ich muss mal eben gucken gehen, weil wenn wir den mal eben wirklich mal eben holen können, das wäre natürlich traumhaft, dann können wir die ganze Karte schon aufdecken. Da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. Der geht hier vorne lang. Ist das endlich mal einer, den ich wirklich einfach kriege? Einfach so? Ich empfange wieder ein Signal. Ich bin misstrauisch. Das Signal muss ganz nah sein. Ich bin misstrauisch. Hier ist doch nichts einfach so. Hi. Achso, die liegen ich da. Ich muss zum Kopf des Langhalses hochklettern. Gegen wen kämpfen die? Es ist nicht einfach so, richtig? Das Wort des Schattens. Achso, das sind Läufer. Mit Läufern kommt ihr klar, ne? Da hinten sind Trampler. Hi. Huh? Ihr erlaubt, ne? Danke.
Es ist nicht einfach so. Nichts, ich muss mich beruhigen. Das kenne ich. Ich werde mich freuen, wenn ich hier auslogge, denn es ist nicht einfach so. Das wird bestimmt lustig werden. Ich werde mir noch im Nachhinein dafür gratulieren, dass ich jetzt hier abspeichere. So, nehmen wir den Spielstand. Den überschreiben wir. Ich habe meine Pfeile extra für dich geschärft. Und dann ist für heute Feierabend, ihr Lieben. Für heute ist Feierabend. Das waren jetzt über 4 Stunden. Wir haben A Plague Tale beendet, wo ich ganz glücklich drüber bin. Und das war auch, ist auch ein ganz, ganz, wie gesagt, wunderbares Spiel gewesen. Oder ist es immer noch. Und Horizon macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Dienstag geht's weiter. 18.30 Uhr, Horizon Zero Dawn. Morgen um 11 Uhr machen wir Frühshoppen. Und wie gesagt, bring gerne Themen mit, weil es ist für mich auch nicht immer einfach, was zu finden. Aber wir finden eigentlich immer irgendwas, worüber wir reden können, davon mal abgesehen. Ob wir am Ende dann noch dort Level 99 von Lissy sehen. Schönen Restsamstag wünsche ich dir auch, Quercus, oder euch. Einfach vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, einfach so fürs Lurken, fürs Zuschauen, für einfach alles, fürs Mitfiebern, fürs Ertragen, was auch immer. Wie gesagt, morgen um 11 Uhr, Frühshoppen, Just Chatting, was auch immer. Dienstag 18.30 Uhr geht es mit Horizon Zero Dawn weiter. Und das kann sogar passieren, dass wir das dann Donnerstag erstmal weiterspielen, weil ich möchte das ganz gern vorantreiben. Mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Und dann muss ich nicht selber so eine lange Pause zwischen machen. Ich meine, immer nur ein paar Lagerfeuer holen zwischendurch. Das kennt ihr sicherlich auch, dass man ein Spiel, wovon man begeistert ist, einfach weiterspielen möchte. Und das ist dann schwierig, das immer nur für den Stream vorzubehalten. Von daher, aber im Büro dir auch einen wunderschönen Rest, ein wunderschönes Wochenende und guten Appetit noch, das wollte ich sagen. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt geduldig. Und ich gucke mal eben, ob ich euch nur irgendwo hinschicken kann. Es ist Samstagnachmittag, ich weiß nicht, wer sonst immer samstags streamt. Ihr dürft euch aussuchen. Entweder Dishonored. Dishonored 2 ist es. Oder Chevella spielt Red Dead Redemption. 2 spielt sie, okay. Tastenhauer spielt Field of Glory 2. Ich weiß nicht, was das ist. Wird wahrscheinlich irgendwas Taktisches sein. Da ist ja ganz groß drin. Und Malkav spielt Projekt Zomboid und Terron spielt Mass Effect. Ihr dürftet das aussuchen. Karl Lagerfeuer. Okay, das ist ein schönes Wortspiel. Einen wunderschönen Restsamstag wünsche ich euch. Einen noch besseren Abend und ein noch schöneres Wochenende. Wie gesagt, passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt geduldig und vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch Lissy.